Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Ich begrüße euch hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video und einem neuen Let's Play Projekt. Wir beginnen heute mit der Story-Kampagne von Star Wars Battlefront 2. Ja, endlich gibt es mal wieder eine Story-Kampagne. Im ersten Teil haben wir uns das alles gewünscht. Hier kriegen wir mal wieder eine Fehlermeldung schon mal reingedrückt. Fängt ja super an. EA-Server unterbrochen. Naja, ich will sowieso nicht online spielen. Ich möchte die Kampagne heute starten. Hoffen wir mal, dass da trotzdem alles läuft. Ja, das Spiel ist gerade rausgekommen. Ich habe 3 Tage Vorabzugang, deswegen kann ich aber heute schon anfangen. Und da sieht man schon, dass die Server noch nicht so wirklich laufen. Ja, im ersten Teil haben wir uns da schon eine Kampagne gewünscht, da gab es aber keine. Aber jetzt im zweiten Teil, ja, schlüpfen wir in die Rolle von Iden Versio. Ich bin echt gespannt. Es ist ja jetzt auch eine Kampagne, die offiziell von Disney, ja, zum richtigen Kanon von Star Wars gehört, also zur richtigen Geschichte. Und wir erfahren jetzt hier offiziell sozusagen, was passiert ist zwischen Episode 6 und 7. Also Rückkehr der Jedi-Ritter und das Erwachen der Macht. Okay, das mit dem Fehlercode nervt ziemlich. Wir starten die Kampagne selbstverständlich neu. Ja, und wenn ihr Bock habt, hier Star Wars Battlefront 2 Kampagne auf meinem Kanal zu verfolgen, würde ich mich echt freuen, wenn ihr das ganze Projekt unterstützen könntet. Mit Daumen nach oben vielleicht, wenn ihr Bock darauf habt. Und dann hier täglich einschaltet, wenn wir die Story von Star Wars Battlefront 2 erleben. Und ja, gar nicht mehr lange rumgeschnackt hier. Ich versuche nochmal einmal die Verbindung zu den EA-Servern hinzustellen, wegen Herausforderungen, man weiß da nie. Und dann, ja, starten wir rein in eine neue Kampagne. Und ich bin echt gespannt. Offizielle Story, die mit zum Star Wars-Kanon gehört. Ja, mal gucken, was sie draus gemacht haben. So, kommt gleich wieder so ein tolles Intro wahrscheinlich wieder. Muss ich nur aufpassen wegen der Star Wars-Musik da. Aber gut, wenn das mit zum Spiel gehört, hoffe ich, dass es da keine Probleme geben wird. Iden Versio. Bin gespannt, wie die so drauf ist. Als imperiale Pilotin hier. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Captain, sie ist erstklassig. Enttäuschung, Infiltration, Exfiltration. Spezialeinheit. Iden Versio. Inferno-Trupp. Commander Versio. Wo ist hier, was? Schauen Sie mich an. Wir zwei sollten reden. Deshalb bin ich hier. Sie haben den Aktivierungscode und ich kann Ihnen vielleicht helfen. Also her mit dem Code. Wir könnten jemanden wie Sie wirklich brauchen. Eine Hand wäscht die andere. Es ist ganz einfach. Ich kriege am Ende sowieso, was ich will. Meine besten Techniker hacken gerade Ihren Druiden. Also, mein Angebot steht. Ich will nur den Code. Es ist Zeit fürs Imperium. Gehen Sie nicht mit ihm unter. Sie haben recht. Die Zeit des Imperiums ist gekommen. VZ 626. VZ 626. Was haben wir hier? Einen taktischen Droiden ID-10. Du bist viel moderner als der ID-9. Dich zu hacken wird nicht einfach. Ich rate eher zu weniger invasiven Schritten. Nur leider haben wir den Zugangscode des Droiden nicht. Ich rate Ihnen dazu, den Code zu beschaffen. Daran arbeitet der Captain im Zellentrakt. Bis dahin kommen wir nur an die Daten des Droiden, wenn wir seinen Speicherkern aus ihm rausholen. Laut Analyse wurde dieser IP-10 mit einem Elektrostupser modifiziert. Der nichts tut, solange der Droide deaktiviert ist. Ich bin aktiv! Wenn der Zugangscode hört, unternimmt der ID-10 gar nichts. Ich kann ihn schocken. Lass mich. Der ID-10 wurde anscheinend ferngesteuert aktiviert. Nein, wir haben das Wort gehört. Führe den Plan durch. Hol die Schiffspläne aus ihren Computern und komm dann zu mir. Okay, neues Ziel, den Commander finden. Achtung, Crew. Feindlicher Droide läuft frei herum. Brauche sofort. Wer sagt das? Der sagt das. Das würde ich sagen, wenn mich jemand hören könnte, was nicht der Fall ist. Ein Protokolldroide ohne Beine. Ich muss wirklich sagen, dass ich dich nicht mag. Gar nicht. Du magst mich nicht? Du bist ganz schön, ohne deine Beine bist du ganz schön arm dran, ne? Hätte ich meine Beine, dann... Das dann. Nun, ich weiß nicht, was ich tun würde, aber dir würde es leid tun. Ja, also, Iden Versio, gespielt von Janina Garanka, wenn ich mich recht erinnere. Bei Nachnamen bin ich mir gar nicht sicher, Mist, aber Janina ist auf jeden Fall. Ich kenne die Schauspielerin aus Serien wie zum Beispiel True Blood oder von der 4. Staffel von Sleepy Hollow. Aus den Serien kenne ich die Darsteller, also für mich ist es keine Unbekannte. Ja, ja. Für mich ist es keine unbekannte Schauspielerin. Aber sie hat selber von sich gesagt, sie ist Star Wars-Fan und hat sich gefreut, hier die Iden Versios spielen zu können. Aha, wir befinden uns also an Bord eines Rebellenkreuzers. Rebellenabschaum. Wir werden euch alle vernichten. Ja, vielleicht auch nicht. Schauen wir uns mal hier an, was wir noch zu sehen bekommen. Ah. Wir haben sie schon mal gefunden. In der Zelle ist sie. Das Lüftungssystem, da oben. Haben wir vielleicht noch mehrere Sachen hier, die wir irgendwie anschauen können? Hier haben wir auch noch 2 Rechner. Okay. Sieht aus wie der Maschinenraum. Wer hätte gedacht, dass wir am Anfang der Kampagne einen Droiden steuern müssen? Ein Infiltrationsdroide. Sie ist also für Infiltration ausgebildet. Dann müsste sie doch hier mit der Situation bestens klarkommen, oder? Eine imperiale Agentin. Habe ich auch gerne gespielt bei Star Wars The Old Republic im Online-Modus. Das ist MMO. Wirklich? Weißt du, wer in unserem Zellenblock sitzt? Jemand Wichtiges vom Imperium. Spezialeinheit. Ganz genau. Das gefällt mir nicht. Die reden über uns. Der Zellenblock wird schwer bewacht. Sehr schwer. Wenn sie irgendwie ausbricht, kann sie okay, nicht mal gegen die Rohre knallen. Oh! Vorsicht, da sollten wir vielleicht nicht durchfliegen. Schnell durch, jetzt ist aus. Okay. Raus aus dem Lüftungsschacht. Oberkommando fordert Bericht über abgefangene imperiale Nachrichten. Ja, sieht aus wie so ein typisches Rebellenschiff hier. Okay, da sind welche hinter der Tür. Die sehen doch, wenn ich die Tür aufmache, oder? Kann ich entdeckt werden als Druide? Ah, Tarnung. Die Ortungsanzeige stellt die wachsende Aufmerksamkeit der Rebellen für deine Anwesenheit dar. Wenn sie aufleuchtet, sind sie alarmiert. Ja. Schauen wir mal. Lasse ich die mal weg. An den könnte ich vorbeifliegen. Der geht gerade weg. Da steht auch noch einer. Okay. Wir fliegen aber mal ganz schnell hier lang. Oh, 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 oh. Da kommt jemand. Bin ich hier noch sicher? Da ist die Tür zu. Okay. Vorsicht, die Tür ist auch zu. Wow, da sind viele. Vor der Zelle sind zu viele Rebellen, ich sehe es. Wir haben oben noch einen weiteren Lüftungsschacht. Warten wir, bis die Dame da weggegangen ist, um die Kurve. Jetzt hoch an die Decke fliegen. Die Gänge und so sieht das schon echt nice aus, oder? Da kommt Star Wars-Feeling rüber. Wir gehen über den Todesstern. Oh, schon wieder so eine Blitzbarriere. Oh, hinter mir. Okay. Wow. Oh, noch ein weiterer Rebellenkreuzer. Drücke L1 und R1, um zu scannen. Moderne Überwachungstechnologie ermöglicht es dem Droiden, Bedrohungen durch feste Oberflächen hindurch zu identifizieren. Na, der ist ja gut ausgerüstet, der Droide. Wow, das sind hier Geschütze, oder? Okay, scannen wir mal. Wow. Ganz schön viel los hier. Okay. Runter, runter, runter. Melde dich, wenn du fertig bist. Hat er mich gesehen? Nee, er war nur kurz alarmiert, aber konnte es umgehen noch. Hm. Da vorne, das muss ich hacken, aber da läuft auch noch ein, der ist gerade da oben. Wie spannend! Schleichmission mit den Druiden. Ah, okay, jetzt da vorne durch. Wenn du fertig bist, komm zu mir. Es ist Zeit. Die Dame steht da genau davor. Oder der Herr? Ne, hat einen Zopf. Könnte eine Dame sein. Kommt sie wieder hier lang? Wo geht denn die hin? Geht die jetzt weiter? Ah, nicht gegen fliegen. Okay, hier unten können wir durch. Und durch den Lüftungsschacht. Ich höre dich durch die Lüftung, ganz nah. Guck mal, die hört mich durch die Lüftung ganz nah und an den anderen bin ich recht dicht vorbeigeflogen und die haben mich nicht gehört. Du kannst mal sehen, wie schlecht ausgebildet so eine Rebellen sind. Ah, angekommen. Gutes Timing. Gehen wir. Nützlicher kleiner Freund, oder? Task, hören Sie mich? Laut und deutlich, Commander Versio. Genau zur richtigen Zeit. Bin unterwegs zur Kommunikationszentrale. Verstanden. Sobald die gestohlene imperiale Nachricht zerstört ist, fordere ich die Exfiltration an. Okay, wir können schleichen, genug gehen. Hey, genug jetzt. Du bleibst da drin bis nach Endor. Hat aber nicht hier geklopft, ne? Nee. Dann überlegen wir uns, was wir mit dir machen. Also bis dahin, setz dich und sei ruhig. Ich kann jetzt gerade gar nicht in die Ego-Sicht wechseln. Takedown mit R3. Drücke, um einen Gegner geräuschlos auszuschalten. Idens Stab. Aua. Haben wir seine Waffe genommen? Nimm seine Waffe. Ist der bewaffnet? Der hat doch eine Waffe, oder? Mann. Der hier liegt, ey. Wie ein X. Da haben wir einen weiteren Gefangenen. Wow. Droidenschock. Schock eliminiert Gegner, wenn die Anzeige voll ist. Gut gezielt kann er auch Fahrzeuge deaktivieren. Die Anzeige füllt sich, wenn Iden bei Feinden Schaden verursacht, Kopfschüsse erzielen oder Takedowns ausführt. Ah, Special-Fähigkeit. Das ist die gelbe da unten, die ich mit Dreieck aktivieren kann. Kann ich das von hier machen? Zielschock. Ah. Hier drüben ist... Praktisch. Ahnen die Rebellen, dass sie gefangen werden wollten? Nicht mal im Traum. Naja, das ist ja ziemlich unkonventionell. Wir hätten ihr Schiff einfach sprengen sollen. Zu auffällig. Damit das hier klappt, müssen wir subtil vorgehen. Ich verstehe, Commander. Ah, jetzt haben wir es gehört. Sie ist also ausgebildet für Infiltration und wollte gefangen genommen werden. Sie ist also absichtlich hier. Du bist dran. Alles ein ausgeklügelter Plan. Admiral Akbar, ich rufe die Invincible Faith. Sie wissen mittlerweile von dem Signal, das Allianzschiffe ins Galatsystem leitet. Dadurch lenken wir die Aufmerksamkeit des Imperiums von Sanos ab. Wir sammeln die Flotte zur Vorbereitung unseres Angriffs auf Endor. Kommen Sie mit. Wir brauchen jedes Schiff für einen entscheidenden Schlag gegen das Imperium. Die Rebellen glauben immer noch, wir haben keine Ahnung von der Salus-Sache. Sie wissen nicht, was sie auf Endor erwartet. So muss es auch bleiben. Wenn die Rebellen die Nachricht entschlüsseln, bevor ich sie lösche, ist alles verloren. Schau mal einer an. General Akbar. Und der Raum hier, original, genau wie der Raum, wo die Versammlung abgehalten wurde, wo die dann den Angriff auf Endor geplant hatten. Und da auf der linken Seite war dann bei Episode 6, Rückkehr der Jedi-Ritter, da saß dann Han Solo und Prinzessin Leia. Und dann haben sie sich ja da ihren Einsatztrupp zusammengestellt für die Oberfläche von Endor. Genau der gleiche Raum. Aber wahrscheinlich sehen alle Schiffe von dieser Modellklasse innen so aus. Weil bei dem anderen Schiff war General Akbar ja direkt vor Ort und hier hatten wir ihn eben nur als Hologramm gesehen. Aber alles schöne Einzelheiten, die man sich doch gerne anschaut. Oh, wir haben Waffen. Jawohl. Halte, um zwischen Ego und Third Person hin und her zu schalten. Ah, wenn wir jetzt bewaffnet sind, können wir auch in die Ego-Sicht schalten. Da sehe ich aber nicht so gut, ob ich jetzt hier noch gut geschlichen um die Ecken gehe. Kann man vielleicht hin und wieder auch mal einsetzen. Ich mag ja diese Sicht hier mehr. Okay, da ist wieder jemand. Zwei. Einen könnte ich schocken. Ich will aber nicht, dass der andere mich dann sieht. Au. Komm, einen schocken wir. Oh, da hinten ist noch einer. Vielleicht kriegt das keiner mit. Okay, Druid ist wieder da. Der hinten liegt auch. Ah! Wir wurden entdeckt. Aufgeflogen. Okay. Aber nur in diesem Raum hier, das geht ja noch. Ist doch der Maschinenraum hier, oder? Ich frage mich, ob man hier noch Sachen finden kann, wenn man sich so umsieht. Wir müssen eigentlich wieder schon aus dem Raum hier raus. Aber das Spiel ist so schön gestaltet, das wäre eine Schande, wenn man sich nicht mal den einen oder anderen Raum auch mal ein bisschen anschauen würde. Wobei ich dann da nicht runterkomme. Hm. Okay. Einmal hacken, bitte. Einmal hacken zum Mitnehmen. Oh, nur ein Droide. So, in der Third-Person-Sicht kann man wenigstens hier noch so ein bisschen um die Ecke schauen. Wieder mehrere. Können wir das imperiale Signal noch mal checken? Nein. Wir haben kaum noch Zeit. Wohin wurde ich angefangen? Dass sie aber immer noch den Stock hat, obwohl sie ja in der Zelle war. Haben sie ihr den nicht weggenommen? Oh, oh. Oh, oh, die kommt hierher. Hat mich nicht gesehen. Ich kann da den Druiden hinschicken. Los, schock sie schon. Und die hier so ausschalten. So sind beide weg. Ich bin bei der Kommunikationszentrale. Das Löschen der Nachricht wird einen Alarm auslösen. Bereit machen zur Exfiltration. Verstanden. Schade, ich wollte den Druiden doch kaputt hauen. Okay, das Löschen wird einen Alarm auslösen. Da ist jemand drin. Stirb, Rebellenabschaum. Ja. Okay, wir haben es gefunden. Captain Raven, neue Befehle. Die imperiale Flotte fliegt zur anderen Seite von Endor. Dort warten wir auf den Rebellenangriff in Dach. Löschung erfolgt. Die Rebellen werden nichts finden. Agent Hasen, es wird Zeit. Beginne Vorbereitungen. Ich nehme einen Blaster und gehe zum Exfiltrationspunkt. Bin okay. Unterwegs. Corvus auch. Okay, sie hat die Nachricht gewechselt von jemandem, der auf der anderen Seite von Endor war. Das heißt, deswegen haben die Rebellen nicht gesehen, dass auf der anderen Seite von Endor die große Flotte der Imperialen gewartet haben. Wenn ihr den Film ja kennt, Rückkehr der Jedi-Ritter, da sind sie ja in eine Falle geflogen. Und da war ja der Weltraum dann plötzlich voller Sternzerstörer, weil die auf der anderen Seite des Mondes gewartet haben. Jetzt wissen wir auch, warum. Weil sie hier die Daten gelöscht hat. Gott, diese Alarmsirene erinnert mich gerade so an Rogue One in der Szene, wo Darth Vader aufräumt im Schiff. Sprinten kann ich auch noch. Jetzt mal in die Ego-Sicht hier, so ein bisschen Ego-Sicht rumballern. Hin und wieder auch mal. Oh, Headshot hintereinander hier, ey. Druiden sind unverwundbar. Stirb, Rebellenabschaum! Wer hätte gedacht, dass wir mal Rebellen vernichten dürfen? Oh, jetzt geht's da runter. Alter, wo seid ihr denn alle? Jetzt mal um die Ecke gehen hier. Ganz schön viele. Okay. Ganz da unten? Kommt mal dichter, wenn ihr mit mir sprechen wollt. Könnt ihr den Bereich auch nochmal scannen, dann sehe ich es hier besser. Okay. Könnt ihr die Empfindlichkeit noch ein bisschen hochstellen? Ist ein bisschen lahmarschig. Hecke! Hinter mir! Wow! Türkontrollfelder. Schieße auf Kontrollfelder, um Türen zu öffnen oder zu schließen. Versucht mal da durchzukommen. Ah, diese Star Wars Sounds, ich mag sie einfach. Und da lang? Was ist, wenn ich hier lang gehe? Dann ist der Gang einfach beendet. Ah, hat mich erwischt gleich. Ah! Wow, hat mir aber ganz schön Schaden gemacht. Erstmal wieder heilen. Ich habe nicht nur einen Blaster, ich habe eigentlich zwei. Hm. Da oben war doch noch was. Suche nach Gegnern. Auf der Seite auch. Aber die sehen wir ja noch nicht mal. Jetzt sowieso nicht. Durchs Geländer. Ach, die sind noch hinter der Wand. Da ist noch eine Tür oder sowas. Ah, jetzt nicht mehr. Wenn man die alle mit einem Headshot töten kann, dann wird's ja einfach. What? Wolltest du was sagen? Ich hab dich nicht ganz verstanden. Nach links geht's weiter, aber ich kann auch hier den Gang benutzen, oder? Ah! Da schleicht ja noch eine rum. Na, da komme ich nicht mal durch. Und das alles nur von einer einzigen imperialen Agentin werden die hier auseinandergenommen. Wenn nur mehrere so wären wie sie, dann würde in der Galaxie jetzt noch Frieden und Ordnung herrschen. Hinter mir oben. Ah. Dieser Wallhack ist teilweise echt ein bisschen übertrieben. Sehr, sehr, sehr stark. Hier, da haben wir nichts mehr. Das Schiff ist ganz schön groß. Okay, eine weitere Tür zum Hacken. Aufmachen, bitte. Oh, der Hector war lange jetzt dran. Die Tür klemmt! Na, okay, er kriegt sie Stück für Stück auf. Wir müssen kurz die Position halten. Und schwerer! Andere Seite! Ist die Tür offen? Die Tür ist offen. Ja, stellt euch am besten immer in eine Reihe hintereinander. Ein Kopf nacheinander, der hier wegplatzt. Okay, wir sind an der Luftschleuse. Meilenstein-Abschluss. Die Reinigung abschließen. Verstanden, Commander. Leite Exfiltration ein. 3, 2, 1. Hasta la vista. Wow, lässt sich so rauspusten. Ins All. Das nenne ich einen Abgang mit Stil. Commander an Deck. Mission erfolgreich, Commander. Und ohne Verluste. Sie sind also immer noch die Nummer 2. Oh, das eilt nicht. Ich kann warten. Agent Miko, die Sprungberechnungen waren perfekt. Danke, Ma'am. Ich hoffe, die Landung war erträglich. Hatte schon Schlimmeres. Weißt du noch den Jabez-Angriff? Das verfolgt mich immer noch. Kontaktiert den Admiral. Ja, Commander. Und die Nachricht? Die Position der Flotte ist sicher. Heute stirbt die Rebellion. Das ist also ihr persönliches Schiff und das war die erste Mission von Star Wars Battlefront 2 in der Story-Kampagne. Mir hat's gefallen. Einige Zeit später. Endor, Schauplatz, Todesstern. Oh, wie ich die Szene kenne aus dem Film. Konzentriert das Feuer auf diesen Supersternzerstörer. Piet, Sie Narren. Holen Sie mir den Inferno-Trupp. Commander Versio, Meldung. Wir sehen ein Bergungsteam der Rebellen, kommen aber zu spät, um die Saboteure zu ergreifen. Wie ist der Status des Todesstern-Schildgenerators? Schlimmer als erwartet. Keine Chance, sie wieder flott zu bekommen. Dann ist unsere Kampfstation angreifbar. Rebellen eliminieren und Rückkehr zu Corvus. Der Plan des Imperators muss klappen. Ja, Sir. Haas kommt mit. Und Miko, wir brauchen Deckung. Ein Ziel, direkt voraus, mir folgen. Verstanden, Commander. Alter, wie gut die Grafik jetzt noch ist, ey. Also Endor haben wir ja schon im ersten Spiel gesehen von Battlefront, aber hier nochmal echt besser. Okay, wir sind hier also in Mission 2 schon angekommen. Rebellen eliminieren, Rebellentrupp eliminieren und wir sind auf Endor. Erste Mission, ja, haben wir da die Nachricht löschen können. Deswegen sind die Rebellen in die Falle geflogen. Und wussten nicht, dass die komplette Sternzerstörerflotte dort hinter Endor auf die wartet, wo sie ja im Film auch recht überrascht waren, als sie dann plötzlich angegriffen wurden. Tja, aber wir haben schon gesehen, auch wieder eine legendäre Szene aus dem Film, wie der Supersternzerstörer, wie sie ihn ja genannt haben, das Kommandoschiff, da abstürzt auf den Todesstern hinauf. Ziemlich geil. Ja, wenn ihr Bock habt, hier auf meinem Kanal weiterhin Star Wars Battlefront in der Story-Kampagne zu verfolgen, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaltet auch auf jeden Fall in der nächsten Folge ein. Es geht hier täglich weiter. Ich denke, täglich um 12 Uhr Star Wars, die Story erstmal. Und ja, also, vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge. Macht's gut und ciao, ciao.